Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten kleinen Video. Wir haben uns in dem ersten Video angesehen, wie Zeus eigentlich funktioniert, so ein bisschen die Oberfläche angesehen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr es wirklich schafft, in, naja, sagen wir mal so 20 Minuten maximal eine kleine Zeus-Mission zu erstellen. Wichtig ist dafür, ihr müsst natürlich ein Zeus-Template haben. Das habe ich jetzt nicht mit erstellt, sondern wenn wir rein in Zeus sind. Da legen wir einfach mal los und sagen, okay, wir wollen das hier. Bilden wir uns einen, dass unsere Spieler hier starten. Wir sagen einfach mal, nee, ich möchte das ein bisschen nördlich haben, das ist ganz cool, in diesen kleinen Stützpunkt hier. Gehen wir ganz kurz rein und wollen einfach, dass die Spieler hier starten und fügen den Spielern erstmal Fahrzeuge hinzu. Gehen auf Empty, sagen, das soll ein NATO-Stützpunkt werden. Und hier, okay, das passt. Sagen hier, okay, die sollen MATVs haben, das kann man ja machen. Okay, das soll hier sein. Ja, auch zwei hintereinander stellen, das ist ja egal. Sollte ja noch passen. Hier ganz kurz hier dran, gehen auf Resend, das was wir gemacht haben, platzieren ihn nochmal hier. Ändern ihn um. Können ihn noch ein bisschen schöner machen, das gehört ja auch dazu. Geht wirklich darum, ein kleines Tutorial zu machen darüber, dass man eine tolle Mission machen kann. Ich arbeite jetzt hier stellenweise vielleicht sogar schon mit dem Ares-Modul so ein bisschen, dass ihr so ein bisschen einen Einblick bekommt. Platziere jetzt einfach mal eine leere Ammo-Kiste, könnt ihr einfach mal sagen, okay. Hier haben wir oben ja auch eine Suchfunktion, die ist sehr, sehr schön. Sagen hier, okay, hier soll Basic Armor drin sein. Diese Kiste können wir mit Doppelklick einmal öffnen. Das dauert beim ersten Laden leider immer ein bisschen länger, aber auch das gehört dazu. Und wichtig ist, der Vorteil ist ja in der Zeus-Mission überhaupt, wir können das auch immer wieder erweitern. Ja? Wir können auch immer sagen, wir können das Ganze wirklich immer wieder erweitern und hinzufügen. So. Sagen hier, die Kiste soll leer sein. Und sagen, okay, wir wollen hier vielleicht, dass da noch ein Raketenwerfer drin sind. Und eigentlich haben wir gesagt, okay, das ist wirklich eine recht spontane Mission, soll unter Freunden sein. Spare mir damit auch viel Zeit. Natürlich dauert die Ausrüstung ein bisschen länger und sage einfach, okay, mit dem Modul, was wir hier haben, ich möchte hier ein Ares-Modul hinzufügen. Testen einfach mal ganz kurz, ob das Ganze wunderbar funktioniert. Haben ein Arsenal hinzugefügt. Schau mal rein, ob das Ganze jetzt klappt. Ob das jetzt, das weiß ich gerade tatsächlich gar nicht. Remote Control. Schauen mal rein, ob das klappt. Wir sehen hier, das Arsenal klappt ganz wunderbar. Wenn wir draufklicken, wird es funktioniert. Der Spieler kann sich also mit dem Full Arsenal nun ausrüsten, die Fahrzeuge nutzen. Gehen einfach mal wieder Relays UAV Control. Hier wieder drin. Und wollen einfach, ja, lasst uns das wirklich NATO-Stützpunkt hier machen. Wollen ein bisschen Atmosphäre erzeugen. Sagen, okay. Aber ich spiele hier mit Mods. Ich möchte hier gleich dazu sagen, ihr werdet hier vielleicht tatsächlich nicht alles haben. Weil, wie gesagt, manches ist einfach bei Ace dabei oder so. Das müsst ihr vielleicht für euch entscheiden. Wie gesagt, das ist immer noch mit Mod zu Mod unterschiedlich. Einfach wirklich so eine ganz, ganz kleine Mission, die ihr unter Freunden mal schnell spielen könnt. Sagen, okay, wir wollen jetzt hier noch einen Gunner hin tun, obwohl das GMG ist ein bisschen übertrieben. Ja, sagen einfach, okay, ein Grenadier soll hier noch stehen, Wache schieben. Ganz gut. Sagen, okay. Chaos, NATO. Platzieren hier eine kleine Mission. Kleines Fahrzeug. Das kopieren wir ganz so. Ne, wir gehen auf die Reset wieder, können das schön kopieren. Wird natürlich später mehr, schwieriger, aber wir können ja die Suchfunktion nutzen. Okay, den platzieren wir hier hin. Und wäre schon cool, dass man hier vielleicht auch so ein bisschen sieht, dass der vielleicht nicht mehr ganz so ganz ist. Einfach schon ein bisschen kaputt ist. Ist ja auch schon Wüstensetting. Soll ein bisschen von der Atmosphäre her schon ein bisschen durchlöchert sein. Den da hinten machen wir auch mal ein bisschen kaputt. Ah, da sieht man jetzt noch nicht so viel, da machen wir noch ein bisschen mehr. Wir schauen wirklich mal, dass wir es wirklich einhalten, dass wir eine Viertelstunde brauchen, um eine kleine Mission zu machen, die trotzdem recht schön ist. Sagen jetzt hier unter den Modulen hatten wir einen Punkt, der hieß Door Briefing. Schreiben jetzt hier rein. ID-Lage. In dem Gebiet gibt es eine erhöhte ID-Lage. Lage, passen Sie auf. Wir empfehlen eine Schrittgeschwindigkeit von 20 km/h außerorts und 10 km/h innerorts. Zivile Opfer sind zu vermeiden. Okay, das soll passen. Die Lage kommt hinzugefügt. Das ist ganz wunderbar. Wo ist das Ding hin? Da ist es jetzt hin. Wenn wir den ganzen jetzt noch ein Briefing hinzugefügt, wenn wir jetzt als Einheit mal reingehen würden, kannst du gut sehen. Hier im Briefing steht jetzt ID-Lage. Klappt gut. Sieht auch jeder Spieler jetzt. Einen Zeus. Zeit wird ja knapp, ne? Sagen einfach, okay, wir wollen. Ja, die sollen auch einfach mal
Die sollen einfach jetzt hier wirklich mal den Checkpoint hier abfahren. Wir sagen hier, okay, wir haben jetzt hier so eine kleine Patrol-Mission. Sagen, okay. Wir sagen einfach, okay. NATO-Flag, machen wir hier noch die Base, soll ja auch passen. Basis, FOB, nennen wir die einfach mal FOB New York. Dann auch jeder Spieler sehen. Wir wollen einfach, dass verschiedene Checkpoints abgefahren werden. Wir wollen okay. Sagen okay, hier Checkpoint A, Objective. Ganz auf Rot mal. Sagen hier Checkpoint Alpha. Damit wir schneller arbeiten können, kopieren wir das Ganze mit STRGC. Sagen hier, das jetzt gerade nicht so machen, warum will das gerade nicht kopieren? Okay, dann platzieren wir es nochmal, das spinnt bei mir gerade rum. Jetzt hier, okay, Objective, Checkpoint, Bravo. Sagen einfach okay. Die sollen einfach durch die Stadt fahren. Oder nee, wir machen es einfach ganz anders und sagen, okay, die sollen hier die Sicherung vornehmen. Also, dann machen wir so, sichern. Sichern. Sagen, okay, soll ja alles ganz schön aussehen. Super, dick. Passt ganz gut. Setzen jetzt hier also rein, dass wir sagen, okay, wir setzen hier den Spawnpunkt, Szenario Flow. Machen wir erstmal jetzt hier nicht dran. Legen erstmal hier rein. Gehen ganz kurz rein wieder in Zeus. Kümmern wir uns gleich später drum. Wie gesagt, wir haben gesagt, wir halten uns wirklich mal die 20 Minuten. Wir befinden uns momentan bei 7 Minuten ungefähr, wo wir diese Mission bauen. Haben noch ungefähr 14 Minuten und sagen, wir können einfach, das Grund kann einfach sein, es gab ein technisches Problem und wir müssen einfach eine Ersatzmission bauen. Da müssen wir es schnell machen. Sagen, okay, wir wollen ein ziviles Fahrzeug haben. Cars. Einfach mal, wir wollen das jetzt hier mal ohne Crew platzieren. Wird's leer platziert. Offroad. Bisschen soll ja ein bisschen realistisch aussehen. Außerdem ist schon cool. Jetzt hier einfach mal auf leer gehen. Gehen auf ID. Und dann haben wir unter Ace, das ist auch ein bisschen Ace. Also es gibt auch. Ja, es gibt auch nicht Ace Marine. Dann könnt ihr einfach die Small In. Wir nehmen einfach so eine Small-Variante. Das ist sogar die Nicht-Ace-Variante tatsächlich. Einen Reihenpunkt geben. Und ein Vorteil ist daran, wir können zum Beispiel einfach IDs, da möchte ich ganz kurz zeigen, wenn wir die umrahmen und dann haben wir auf der Taste, nur haben wir eine End-Taste, also die Ende-Taste, legen wir drauf, können wir Sachen in die Luft sprengen. Das geht mit IDs, das geht mit Fahrzeugen, klappt wunderbar. Wenn also die Spieler durchfahren und diese nicht merken, könnten wir einfach sagen, okay, wir sprengen das Ganze in die Luft, dann passt das wunderbar. Sagen aber, okay, das reicht uns ja eigentlich noch nicht. Ein paar Fahrzeuge wollen wir da noch drin haben, meine Mods wurden gerade nicht alle geladen, das finde ich ein bisschen schade. Liegt aber ein Einstellungsfehler von mir, aber egal. Wir uns jetzt nicht abhalten, wir wollen ja eben eine größtenteils Vanilla-Mission bauen. Ein bisschen Atmosphäre sollte aber schon drin sein. 2-3 Fahrzeuge schaden nicht. Offroader Cast auch mal ganz gut. Normalerweise könnte die auch viel ältere Fahrzeuge platzieren, klappt wunderbar. For Reason klicken, klicken hier auf das Offroad-Fahrzeug nochmal. Ja, ihr könnt natürlich ein bisschen mehr Fahrzeugvariation drin. Ich meine, die meisten Spieler werden von euch Cup nutzen, das heißt, ihr habt ja viel mehr Auswahl. So ein bisschen, ihr könnt hier noch einen Quad hinstellen auf dem Weg. Hier. Wenn die den Compound nochmal sichern oder so, kommt der raus. Ne, das ist logisch hier, das wäre ein bisschen blöd. Wir können einfach sagen, okay, hier können wir noch einen Quad hinstellen, weil der fährt. Und wir wollen einfach, dass die Spieler sich auch ein bisschen beobachtet fühlen. Soll ja nicht so langweilig sein, sondern soll ja schon von der Atmosphäre ein bisschen passen. Sagen, übrigens habe ich hier vorhin das Modul getestet, das war tatsächlich noch, nee, das ist standardmäßig, ich verzeiht mich, ignoriert, was ich gesagt habe. Ist übrigens ein Cut, das Video, ne? Weil macht ja auch nur Sinn. Ich habe jetzt extra hier afrikanische Einheiten platziert. Setzt die mal drauf. Die sollen sich auch wirklich ein bisschen beobachten. Die sollen nicht hier denken, die sollen hier Morschmaschinen nicht, sondern die sollen auch wirklich schon so ein bisschen denken, oh, guck mal, wir sind jetzt hier im heißen Gebiet. Da sollten wir vielleicht gucken, die Bürger schauen uns schon an. Wir sollten vielleicht aufpassen, wo wir langfahren. Und vor allen Dingen sollten wir uns nicht verscherzen. Und hier. Gehen da drauf. Und sehen wir jetzt hier gerade ganz gut punktomäßig schon dran, dass wir hier alle Einheiten ganz gut schon sehen. Wir haben jetzt momentan 9 Minuten gebraucht, haben noch 10 Minuten Zeit. Abgesehen davon, wir können natürlich auch eine Zeus-Template-Mission machen, wo schon die Ausrüstungsskripte vordefiniert sind. Dann ist es natürlich noch besser. Hier müssten sich die Leute aktuell natürlich noch am Arsenal so ein bisschen ja, erfreuen. Sagen wir es so. Beziehungsweise sollten sich ausrüsten. So, Gang hier, okay, hier ein Hatchback noch hin. Gut. Jetzt stellen wir nochmal so hin, so ein bisschen neben dem Müllsack, weil es schon fies. Ein bisschen neben dem Müllsack, das könnte so ein bisschen eine getarnte ID sein. Tatsächlich sagen hier, okay, wir wollen hier. Ja, warum stellen wir nicht einfach mal ein Tanklaster hin? Ist ja.
jetzt irrelevant, ob das jetzt hier absolut der Logik entspricht oder so, das könnt ihr für euch entscheiden. Aber wir wollen, wie gesagt, mal eine schnelle Mission machen. Um die Checkpoints hier, haben eine ID platziert. Also die Leute müssen auf jeden Fall schon aufpassen und sagen uns aber eine ID. Wir haben eine erhöhte ID-Lage, das reicht mir eigentlich nicht, was okay ist. Wenn ihr die Leute, und das empfehle ich euch ganz klar, brieft die Leute ordnungsgemäß. Und wir legen einfach mal eine ID hier mitten auf dem Weg und schauen, ob es klappt. Merken oder nicht, und wenn nicht, haben sie Pech gehabt. Dann haben wir gesagt, okay, wir finden uns an dem Punkt. Unten sollen wir eine Sicherung machen. Und ja, normalerweise würden wir jetzt takistanische Einheiten nehmen. Das würde am meisten Sinn machen. Wir haben jetzt aber die takistanischen Einheiten genommen und nehmen jetzt einfach die FAA hier. Das ist eine bisschen paramilitärische Truppe. Das ging jetzt tatsächlich für das Szenario wirklich. Sagen, okay. Um es. Hier Stellung halten. Dann will ich eigentlich eine Truppe haben, die ich selbst zusammenstelle. Die soll aus einem Automatic Rifleman werden. Rifleman. Soldier. Grenadier. Ja, den Soldaten nochmal. Ich hätte gerne eigentlich noch einen Teamleader. Den mache ich auch mal so hin. Den setze ich mal als zweiten Rang. Den setze ich noch einen Corporal rein. Wie wir alle aus meinen Tutorials kennen, wissen wir, dass der Rang tatsächlich eine Rolle spielt. Squadleader. Den nennen wir einfach mal Leutnant. Und richten mit der umrahmen die Tasten. Mit der STRG-Taste und Linksklick können wir ja die Leute umrahmen. Haben das drin. Und sagen einfach, okay, die sollen jetzt eigentlich mal so ein bisschen, die sollen ein bisschen hier hinlaufen. Ich habe die Alt-Taste mal gedrückt so ein bisschen. Dann hier oben patrouillieren den Weg. Den ersten Wegpunkt nehmen wir mal so. Ich will aber tatsächlich eigentlich, dass die ein bisschen eingeheizt werden sollen. Und ich sage einfach, okay. Ich drücke die direkt mit STRG-Taste. Wenn ich die STRG-Taste gedrückt habe, werden die direkt gruppiert. Sage, okay. Ab hier will ich natürlich, dass ein Weg ab hier vorne abgelaufen wird. Ich will, dass verschiedene Einheiten jede Seite abdecken, was einfach realistischer ist. Wir können noch eine Patrouille drüber setzen. Das ist aber, wie gesagt, jedem selbst überlassen. Sage, okay. Hier ist ein Automatic Rifleman rein. Wir haben jetzt 12 Minuten gebraucht. Langsam müssen wir uns sputen. Aber wir sehen eigentlich dafür, dass wir jetzt 12 Minuten gebraucht haben für eine Mission hier gerade, dass wir eigentlich schon sehr gut weit kommen. Ne? Können die Wegpunkte auch schön verschieben. Safe. Passt ganz gut. Wollen jetzt aber eigentlich noch, dass hier nochmal ein Rifle-Drop hier vorne rumläuft. Der soll hier vorne patrouillieren. Er soll auch, ja, lassen wir die noch eine andere Formation gehen, so ein bisschen, noch ein bisschen. Passt, das wird ja wiederholt. Und haben wir schon drin. Aber wir wollen ja eigentlich, Mensch, cool wäre es ja schon, wenn da noch ein bisschen. Ja, wollen jetzt vielleicht keinen Panzer drin haben. Wir wollen wieder mit Crew platzieren hier. Sagen, okay, hier, dann sehen wir ein Fahrzeug. Natürlich ist das auch, ich habe das schon so oft gemacht, das geht bei mir wahrscheinlich schneller als bei euch am Anfang, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Aber ihr seht ganz gut, das klappt ganz wunderbar. Wir können hier einfach sagen, das Realistische ist noch nicht mal hingestellt. Wir sagen, okay, wir machen hier die Crew wieder raus und sagen, die sollen einfach einen Helikopter hier stehen haben. Warum nicht? Den haben sie vielleicht gekauft von den CZs, von den Chinesen. Besitzen sie einfach. Eine erhöhte Alarmrisiko ist immer noch gut. Jetzt sind aber die Ausgänge noch nicht so ganz besetzt. Ja, auch ein bisschen eklig, ne? So, ja, das ist jetzt hier alles ein bisschen leer. Das heißt, wir platzieren da auch noch was rein. Wir wollen aber eigentlich so ein bisschen, dass dieses erste Gruppenmitglied, was hier voranläuft, das soll auch ein bisschen besser sein immer. Doppelklick drauf. Den Skill hier ein bisschen erhöhen. Die Skill von manchen Einheiten immer noch ein bisschen besser. Munitionsstatus setzen wir vielleicht von denen. Der hat schon ein bisschen geschossen, sagen ein bisschen runter. Das heißt ja nicht so viel Munition. Kann ja auch sein. Möglich wäre es. Wir spielen ja ein realistisches Szenario hier gerade mal nach. Sagen, okay. Soll da rein. Und eigentlich will ich einen Marksman da oben haben. Das heißt, mit der Alt-Taste schiebe ich das ganz kurz hoch. Alt gedrückt halten, ganz wichtig. Sagen einfach, okay, er soll sich noch geduckt halten. Hier oben soll noch ein Marksman sein. Empfehle ich euch aber beim Marksman, muss man wirklich dazu sagen. Hier beim Rande so ein bisschen. Ihr wisst ja, dass ich auch dafür so ein bisschen da, dass ihr so ein bisschen den Einstieg kriegt. Macht den Skill ein bisschen runter. Weil Marksman haben sowieso schon bessere Visiere. Die können euch sonst sehr schnell wegsnipern. Das Visier geht tatsächlich noch. Wollen aber auch, dass der ein bisschen gehockt geht. Ist gut. Wollen aber vielleicht auch das hier oben einfach mal machen. Automatic Rifleman. Das ist jetzt keine Mission für drei Spieler, ne? Also hier könntet ihr locker schon bestimmt 20 Leute mit beschäftigen, mit diesem Ziel hier. Kopiert. Echt, hier ist er. Gut, falsch kopiert. Okay. Er soll jetzt eigentlich da platziert werden.
passt das ganz gut. Also das passt ganz gut. Hier haben wir noch eine Patrouille, die fehlt. Das fällt uns jetzt gerade erst auf. Wir nehmen einfach mal eine vordefinierte Patrouille. Da gibt es gar nicht. Müssen wir selbst mal definieren. Gut, okay. Sagen hier, Kim Rifleman, da soll noch AT dabei sein. Aber einfach vielleicht auch jetzt gemerkt, okay. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Die waren natürlich alle Gruppen. Das ist natürlich blöd gelaufen gerade. Müssen wir auch noch gruppieren. Mit STRG wieder halten. Auf Mitglied ziehen. Jetzt nochmal klicken. Ist gut. Wir haben jetzt eigentlich gemerkt, oh, verdammt, guck mal, wir haben ja eigentlich bei den Trupps gar kein AT. Die haben aber vielleicht unsere Einheit für ein AT. So sagen wir, ich ziehe die noch mit drauf. Und schon ist die Einheit ebenfalls mit dabei. STRG auf die Einheit führen, Einheit ziehen. Klappt wunderbar und wir sehen, sie wird hier hinzugefügt. Passt ganz gut. Jetzt wollen wir aber noch sagen, okay, ist ja ein bisschen blöd, wenn da wirklich alles voll ist und sowas. Wollen aber hier eigentlich noch so ein bisschen, ja, wollen hier noch ein bisschen Flair schaffen und sagen, okay, hier soll noch ein Offroader stehen, so leere vielleicht einfach so ein bisschen, das ist schon cool. Immer so mit SPC, das ist immer ein bbisschen risikoreich, aber wenn ihr ein Stück weit wegplatziert, soll das kein Problem machen. Sagt einfach, okay, wir wollen, dass hier aber vielleicht auch ein Repair Vehicle noch steht. Gut, und wir sagen einfach, okay, cool wäre es ja eigentlich trotzdem, weil wir gerade keine andere Möglichkeit haben und sagen, okay, wir wollen hier vielleicht einfach noch ein Medikit. Einfach so. Weil es einfach zur Verfügung steht, wie gesagt, mit Mod, ihr habt ja unendlich Möglichkeiten quasi fast, ja. Hier ein bisschen aufpassen, das ist immer so ein bisschen schwierig, nicht, dass es plötzlich gegen die Wand dotzt und dann explodiert alles. Dann müsst ihr alles neu machen, ja. Der Krater, also ihr könnt es löschen, aber der Krater bleibt trotzdem da, ist ein bisschen schade. Wir wollen aber eigentlich auch sagen, fies wäre es ja eigentlich, fände ich sehr, sehr cool. Wir sagen, okay, hier, wir müssen wieder den Haken reinmachen, die Crew wieder platzieren. Fies wäre schon, wenn die Leute denken, sie können hier einfach hinlaufen, reinlaufen, wenn wir einfach hier noch einen Offroader hin platzieren. Der die Spieler dann natürlich wegsenst, wenn sie hier hingehen und unachtsam sind. Und damit die auch alarmiert, wenn er die vielleicht zuerst sieht. Wollen wir einfach so machen, weil wir es cool finden. Wie gesagt, eurer Fantasie bleiben da keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt die auch in die Häuser durch Einheiten platzieren. Unser Ziel war es jetzt aber das zu machen. CQB könnt ihr also auch mit Zeus sehr gut simulieren. Wunderbar. Ja, aber eigentlich finde ich so ein bisschen wenig Zivilisten. Da können wir tatsächlich vielleicht noch was reinmachen. Gucken wir mal ganz kurz rein. Okay, gehen noch drauf und sagen, okay, wir wollen noch einen Zivilisten hinzufügen. Zivilisten ist verschwunden, warum auch immer gerade dort mein Symbol. Da kopieren wir den einfach noch. Hier hinzu, das lag von meinem Spiel gerade. Dorthin, der soll da noch gucken. Das ist die, der drüber baut. Naja, ein bisschen. Ja. Sagen eigentlich, ah, oh, naja, ist ein bisschen blöd, weil eigentlich fände ich es cool, wenn da vielleicht noch ein, zwei Fahrzeuge stehen würden. Mir einfach so gefällt. Sagen einfach, okay, ich nehme mir nochmal hier einen Kickstarter-Bumster, ein Hedgehack, so, können ihr einfach hinstellen. Können einfach sagen, okay, hier steht einfach eine Fahrzeugreihe, warum nicht? Die parken ja einfach immer, die Anwohner sind ganz verrückt und crazy. Hier steht noch ein Offroader, und die kopieren wir nicht. Einsetzen, passt ganz gut. Und schon haben wir unsere erste Mission. Und das sind unter 20 Minuten. Jetzt können wir hier natürlich noch ein bisschen mehr Gestaltung machen. Wir haben ja noch 2 Minuten, das machen wir ja noch ein bisschen. Wir haben noch hier gesehen, da fehlt noch was. Gut. Mit der Alt-Taste, wie gesagt, können wir Einheiten hin verschieben. Wie gesagt, ich mache das auch schon ein paar Mal, ne? Also nicht wundern, wenn ihr da nicht direkt so seid wie ich. Und auch mir passiert genau sowas. Okay. Passt, das ist ganz gut. Jetzt verletzt, Doppelklick drauf. Nee, ist noch gar nicht. Perfekt. Und eigentlich auch, ach komm, ein bisschen wäre es schon cool, wenn die eigentlich auch so ein bisschen was vielleicht schon mitkriegt haben. Ganz overpowered wird, so ein bisschen was sollen sie schon haben, aber sieht man optisch nicht. Also optisch sieht man es da sehr spät, finde ich schade. Nee, lassen wir sie voll. Ja. Das ist doch ganz gut. Das sieht ganz gut aus und ich würde sagen, wir haben 19 Minuten gebraucht, um eine kleine Mission zu basteln. Nee, eins müssen wir noch machen. Das müssen wir uns jetzt beeilen, dass wir das noch hinkriegen. Und so möchte ich eigentlich noch sagen, okay, hier soll eigentlich noch Create a Set, wo ist denn jetzt hin? Objective, nee, falsch, Objectives. Sag einfach okay. Attack angreifen. 200 Meter. Sag einfach okay, Attack ist Blue vor. Defenders ist eigentlich Opfer, geht gerade nur nicht, warum auch. Sag, nee, da machen wir es anders. Also, Gott, jetzt müssen wir uns aber echt beeilen, das ist ein bisschen Punkt, oder sagen einfach okay. Wir können einfach sagen, okay, Protect oder so. Ja, wir nehmen den S-Button einfach, ist ja egal. Hier, wir sagen einfach, okay, Attack, Defend, Kontrollsektor. Move, sagen hier, vernichten, sichern.
sichern sie das Gebiet. Hier, okay, passt. Bin genau bei 20 Minuten jetzt angekommen, ungefähr, wo wir losgelegt haben, mit 2-3 Mal vertippen. Aber ich denke, grundlegend haben wir erstmal was geschafft. Wir haben eine kleine Mission gebastelt, können also somit stolz auf uns sein. Unsere Spieler können mitspielen, unsere Leute. Und mit diesen Worten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr vielleicht mehrfach solche Videos sehen wollt, so spontane Zeus-Missionen als Tipps und Vorschläge, schreibt es in die Kommentare. So nochmal den Umgang mit Zeus zu festigen von dem letzten Video. Bis dahin sehen wir uns zum nächsten Video. Denkt daran, Leute, ihr seid die Besten, kein anderer. Bis bald, euer Martin. Tschüss.